Ein bitterer Bau, wir gehen ja jetzt arm, ich will kein Geld mehr. Ich kann ja nichts mehr kaufen. Ich kann ja nichts mehr kaufen. Doch, da ist noch ein Eier. Eier sind ja wohl nicht so teuer sein, oder? Wenn ich muss ich einfach fragen. Nein, halt, stopp, wir wollen die Quest machen. Machen wir. Warum muss das denn für uns machen? Sollten nach Einbruch der Dunkelheit die Brücken der Stadt meiden. Das Game ist noch das. Jüngste Unruhen zwischen. Mehrere Priester erlitten deshalb schon peinliche. Jetzt müsste besser sein. Erregungen in der Öffentlichkeit. Öffentliche Erregungen. Ja. Ach, vergiss das. Heute ist nicht mehr Tag zum Reden. Öffentlicher Ärgernis in der Öffentlichkeit. Ein Grund. Nein, ich bin nicht. Oh, shit. Da bloß hier oben. Ach, geht doch. Die Strafen für Fälschung offizieller Münzen sind äußerst hart. Eine Warnung an alle, die die wohltuende Wirkung der Thermalquellen von Tarantino suchen. Ein kürzlicher Temperaturanstieg hat die Therme unbenutzbar gemacht. Es gab bereits mehrere Opfer. Oh, ich war kaltig. Okay, töten darf ich auf jeden Fall niemanden, so wie das aussieht. Hier soll irgendwo. Ein neues Gesetz schreibt einen Mindestabstand von 30 Schritten vor. Got it? Das ist da oben. Okay, wie komme ich da hoch? Einfach nur hochklettern? Reicht das? An der Wand kann er. Ist das dein Ernst, Ezio? Ich wollte gerade sagen, wir kommen sogar hoch. So. Ich habe Geld nötig. Das kann, okay, umso weiter ich komme, umso teurer wird. Das ist ja belastend. Dann gehen wir mal. Nein. Dann gehen wir mal. Wiederherstellungserinnerung. Gehen wir mal dahin. Weil ich weiß ganz genau, was da ist. Ja. Von dem Geschwindigkeitsboost mit F4 und Alt probieren? Ein Kratzbach hier raus. Mein Freund ist ein Arsch. Der hat mich letztes Mal reingelegt, wo wir Raph gespielt haben. Mit Alt kannst du crouchen und F4 siehst du dich selber. Und ich habe das erst gecheckt, als ich es gedrückt habe. Der Sack. Zur Leonardos Erinnerungssequenz. Der ist zu gut. Eine wahre Inspiration. Weil die Erinnerungen von Leonardos Verschwinden ist nämlich nur im DLC erhältlich. Also die gibt es nicht als Quest im normalen Game. Salai, bist du das? Ezio, ich werde wohl langsam wirklich alt. Ich wusste gar nicht, dass du nach Rom kommst.
Aber leider kann ich nicht bleiben. Ich muss ein Schiff chartern. Da kann ich dir helfen. Ich kenne einen Kapitän, der ist sehr diskret. Warte, ich habe irgendwo seinen Namen notiert. Ich finde, Leonardo ist so alt geworden. Woran arbeitest du? Ach, das? Nur ein Steckenpferd. Du bist doch vertraut mit Pythagoras. Natürlich. Der brillante Philosoph aus Grecia, der so viele Geheimnisse der Himmelssphären und des Kosmos entdeckt hat. Diese Symbole stammen von ihm? Seit ich diesen merkwürdigen Apfel untersucht habe, haben sie sich mir in den Verstand gebrannt. In den Schriften von Pythagoras Schülern fand ich ähnliche Symbole. Ich fürchte, der Name des Kapitäns ist mir entfallen. Der Apfel ist in Sicherheit. Vielleicht konzentrierst du dich lieber aufs Malen. Du scheinst ja ganz ordentliche Arbeit zu leisten. Ha, sehr nett. Doch sogar ich sehe, dass sie nicht unbedingt gut getroffen ist. Dieses breite Lächeln übertrieben, bedeutungslos. Vergiss die Malerei. Ich habe bei meinen Forschungen einen Durchbruch erzielt. Eine große Entdeckung gemacht. Salai, bringst du mir... Ach, er ist nicht hier. Ich hätte dich gerne zum Hafen begleitet, aber einer muss hier sein und auf die Werkstatt aufpassen. Bene, ein Kinderspiel. Ich fürchte, du unterschätzt Salai. Wir werden sehen. Wie du willst. Du findest ihn vermutlich im La Volpe Addormentata. Hey! Das wollte ich letzte Folge schon machen, aber da ging mir dann die Zeit aus. Wo ist denn Salai? Da ist Salai. Di nuovo! Das sind Glückswürfel, das sagte ich doch. Fortuna wünschte, sie wäre so gut wie ich. Gian Giacomo. Ich höre nicht auf diesen Namen. Salai. Besser, doch nicht gut genug. Ja! Auf ein neues! Leonardo, euer Meister, wünscht euch zu sehen. Der kann warten. Nein. Feine Kutte. Seid ihr einer von Julius Mönchen? Meine Kirche ist nicht die Gottes. Neben dem Reich Gottes liegt das Reich der Menschen. Bevor wir unser Geschäft eröffnen, betet ihr dort, Messere? Kommt mit und seht selbst. Das war lustig, doch ich muss gehen. Bitte, verlasst uns nicht. Das Spiel ist nicht beendet. Verzeiht, doch ich erhielt ein besseres Angebot. Geht vor, Messere. Leute, die sind alle angezogen wie La Volpe. Die drei Männer vom Würfelspiel folgen uns. Bleibt ruhig. Warum? Sentite! Ich spiele nicht mehr! Wir auch nicht! Auf ihn! Fangt den Waffen! Die sind alle angezogen wie La Volpe. Madonna, damit habe ich nichts zu tun. Wie viele sind die denn noch? Ich habe nur die höchste Qualität. Madonna, meine Preise spiegeln die exquisite Verarbeitung meiner Lieferanten wider. Wo ist sie? Da! Kann ich die ausrauben, bitte, bevor ich da irgendwie abhaue? Ich brauche das Geld. Nur ein Mann ist zu einer solchen Darbietung imstande. Ihr seid Ezio Auditore. Kommt, wir müssen sofort zu Leonardo zurückkehren. Ihr macht nicht viele Worte, oder? Gut, ich laufe vor. Ihr hinterher. Ich fertige auch eine große Auswahl an Verzierungen für Balkone, Säulengänge Hermetika. Und allem, was nach einem Haufen... Für den Hermetiker. Die Hermetiker in der Renaissance waren eine geheime Gesellschaft, die ihren Glauben und ihren Praktiken vor der Kirche versteckten.
Ihre Texte stammen aus dem Griechenland des 2. Jahrhunderts und behandeln Themen wie die Alchemie und die Beziehung zwischen Menschen und Göttern und Erde. Um 1460 wurden die Texte der westlichen Welt bekannt, als sie Pistoria erreichten. Der extravagante Florentiner Marsilio Vincenzo fertigte eine lateinische Übersetzung an und verbreitete sie in ganz Italien. Oh Gott, da ist ja noch mehr. Diese Wiederbelebung hermetische Glauben konzentrierte sich auf einen ketzerischen Mängel an Hierarchie. Genau wie Gott sollten auch die Menschen das gesamte Universum erhalten. Jeder Teil des Universums würde also das Ganze repräsentieren. Somit könnte man die Menschen als Zentrum des Universums ansehen. Die Hermetiker wurden in den Untergrund getrieben, denn wenn ein Mensch Gott erhält, welche Rolle spielt dann noch die Kirche? Von Eichen verlangt. Nein, ich will dich nicht aufleben. Ich will dich... Los, weg. Okay, ich muss gucken, wo ich noch plündern kann oder nicht. So, benutzen wir mal. Durch Benutzen der Tunnel wird die laufende Erinnerung abgebrochen. Ah, toll. Also muss ich wirklich laufen. Aber wir haben eine Bank. Warte mal, wir haben eine Bank in der Nähe. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch zur Bank gehen und die anderen Sachen machen. Können wir das schon mal machen? Gehen wir hier mal zum Stall. So hast du mal eine Erscheinung abgerundet. So. Ja. Nummer eins. Und dann haben wir irgendwo in der Nähe noch einen, warum werde ich denn gesucht? Dann haben wir irgendwo noch einen Arzt. Nur noch so ein Arztdinger. Oh. Ist der hier oben drauf? Ja, da oben ist er. Leute, ich habe viele neue Werke von... Ich habe traditionelle Mittel und die Weisheit der Araber. Zwei neue Künstler mit seltenem Talent und guter Ausbildung. Eine Schatzkarte, Gemälde. Ich weiß auch nicht, was ich mit den Gemälde machen soll, aber... Ich weiß zwar nicht, was ich mit den Gemälde machen soll, aber hier. Guck mal, da ist noch. Wenn wir schon hier hinten sind, können wir auch mal eben die Kiste hier holen. Dann holen wir auf dem Weg alle Kisten, die uns im Weg liegen. Das heißt, die hier ist die nächste.
Ehre. Ah, halt, stopp. Wenn er schon so ein Steckbrett hilft zum Abziehen. Ziehen wir den doch mal ab. Auf dem Weg liegen ist eine gute Umschreibung. Die ist dahinter, oder? Ja. Die nächste ist da. Ist sie sogar. Sehr gut. Warum sind denn jetzt die Hermetiker hinter mir her? Ja, läuft wie ein Mädchen. Komm her und küss mich, Schönheit. Warte, ihr wollt mich doch alle jetzt verarschen, oder? Wie lange bist du müde, Wurm? Ja, meiner Seele lüstet nach deinem Blut. Ja, komm dann. Obacht, geht mir aus dem Weg. Ich muss das zwar schnell für die Pferde, aber. Die Eingeweide rauf! Antiochi! Forza Ragazzi! Jetzt haben wir ihn! Verliert ihn nicht! Dort! Was auch immer das war, ich kann so altes plündern. Mein Gott. Wofür kann man die denn ausrauben sonst? Ah, die Kiste ist da oben. Da bin ich falsch gelaufen, egal. Ziehen wir mal unseren Zettel hier ab. Ist das euer Ernst? Du bist ein toter Mann! Wagen, um die Echtheit der Münzen zu überprüfen. Die Strafen, die Gefälschung. Hey, ein Wünschen. Kein Ausweg mehr. Oh, Imbecille, die kriegen die Essere. Vergebt mir, nobler Herr. Weiter so, Amigo. Genau. Sollen sich die Borgia-Dinger drum kümmern? Ich muss weg hier! Presto, presto! Ora!
doch immer die von den Beweinen. Ja, komm greif an. Da hat der nächste angerannt. Das ist bei dir nicht richtig. Aber wenn sie es unbedingt so wollen, dann raub ich sie dabei auch noch aus. Ist das? Diese Fremden sind hartnäckig. Ich bin schon Jüngern in ähnlichen Roben begegnet. Sie suchten ein Objekt, das ich damals besaß. Ihr meint den Edensplitter? Leonardo sprach davon? Er sagt mir alles. Seine Gesprächigkeit kommt uns teuer zu stehen. Wir müssen ihn warnen. Sprecht nicht weiter. Ich kenne den besten Weg. Ich nehme ihn jeden Morgen, wenn die Tavernen schließen. Folgt mir! Ja, dann lauf mal hin, Junge. Ob das so gut war, Leonardo den Jungen zu erzählen von dem Edelsplitter? Ich glaube wahrscheinlich eher nicht. Ich umgehe sie. Warum vergnügen wir uns nicht auf den Dächern? Leonardo sagt, er hätte etwas Wichtiges entdeckt. Er untersucht seit Jahren eine versteckte Katakombe. Ich glaube, er kam nach Rom, um sie zu finden. Ihr ahnt ja nicht, wie er wirklich ist. Er arbeitet die ganze Zeit an dieser Sache und führt mich nie aus. Und er ist so geizig, ich muss ihn um Geld anbetteln. Er gibt euch tatsächlich Geld? Mehr oder weniger. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Allora, ihr kommt aus Firenze. Erzählt mir mehr davon. Gut, dann nutze ich meine Vorstellungskraft. Oh, ich habe das falsch ausgesucht, egal. Jetzt haben wir hier 1000 Magazinaren rumlatschen. Dann rennen hier halt tausende von Kortisanen rum. Oh, shit. Es ist zu früh am Morgen für einen Kampf. Folgt mir! Hat Leonardo etwas in den Katakomben entdeckt? Er fand den Eingang zu einem Tempel, über den er in einem Buch gelesen hat. Seit Jahren habe ich ihn nicht so aufgeregt gesehen. Hat er etwas darüber erzählt? Dass der Tempel die vollkommene Zahl enthielt. Etwas, was von einem alten Griechen entdeckt wurde. Die Zahl. Angriff! Ja. Spürt meine Klinge! Packt sie! Bleibt dran! Ob euch dieser Schuh passt? Angriff! Packt sie! Ich glaube, ob ich sie aus, weiße Packer. Spürt meine Klinge! Was soll denn jetzt hin? Angriff! Ob euch dieser Schuh passt? Wollte ich packt nicht. Sie! Ob euch dieser Schuh passt? Ich will ihn nicht, passt? Ich will ihn ausrauben. Angriff! Spürt meine Klinge! Ob euch dieser Schuh passt? Alter, lasst ihn liegen jetzt, Jo! Ihr wollt schnell ankommen? Dann meidet ihre Schwerter! Wie ich ihn kenne, hat Leonardo jedem davon erzählt, der ihm zuhören wollte. Habt ihr Männer in Roben in seiner Nähe gesehen? Warum sollte ich in der Werkstatt bleiben, wenn ich draußen meinen Spaß haben kann? Weil du sein Lehrling bist. Selbst, wenn wir ankommen. Haut ja ab, weißt du, was ist das für ein Lehrling? What the heck? Hört her! Das Königreich Montezuma
wurde von den Türken erobert. Gerüchte über erbitterte Kämpfe breiten sich aus, jedoch sind die Überbringer dieser Nachrichten allesamt geflohen, bevor der Ausgang der Schlacht feststand. Was treibt ein Mann dazu? Wenn wir passt da? Hier ist ein Arzt. Nee, aber hier soll angeblich ein Arztding sein. Ah, wir sind da. Ja, da wurde jemand gekidnappt. Maestro! Sie haben ihn. Nein, er muss hier sein. Dieser Tempel, den er fand, wo ist er? Leonardo! Salai, wenn ihr ihn retten wollt, dann sagt mir, wo der Tempel ist. Ich weiß es nicht. Katzo. Ezio, da ist eine Nachricht auf dem Boden. Was besagt sie? Ich kann nicht lesen. Leonardo wollte es mir beibringen, doch bisher... Villa, Gemälde. Sollen wir Kunstwerke studieren? Schon als Leonardo damals in eurer Villa wohnte, hat er nach dem Standort der Katakomben gesucht. Einige seiner Gemälde hingen in der Galerie dort. Doch was hat das mit dem Tempel zu tun? Vielleicht hat er seine Forschungsergebnisse in einem der Rahmen versteckt. Die sind zerstört. Sie sind bei dem Angriff verbrannt. Nein, sind sie nicht. Nur Leder und Johannes. Die Borgia haben den Rest. 6 Gemälde. 5. Ich sagte dem Händler, das Porträt einer Dame sei von Leonardo. Ich brauchte Geld für einen Wams. Natürlich ist er längst aus der Mode. Wer hat die Gemälde jetzt? Lucrezia Borgia. Im Palazzo ihres Mannes bei Ferrara. Dann ist es Zeit, das Gestohlene zurückzuholen. $500 Gold, ja. Zeig ein bisschen Respekt, Idiota! Hier soll irgendwo... Guck mal da. Bist du... Ach, hier ist der Typ. Ich würde mal sagen, wenn wir schon hier Leonardos Verschwinden angefangen haben, machen wir das auch schon schön zu Ende. Gehen wir da auch direkt hin. Können wir die Dinge auch mal nehmen. Das ist eine ganz erstaunliche Kunst. Euch wird nichts geschehen, Freunde. Da vorne ist auch sogar ein Klamottenladen. Da ist er, weil ich brauche neue Klamotten. Ich brauche neue Klamotten. Weil das Grün so langsam echt hässlich ist. Wer kann? Das Grün ist so langsam doch ein bisschen hässlich. Nimm mal das Blau. Kauf. Guten Tag, Signore. Schön. Jetzt haben wir natürlich zu wenig Geld, um da das Übergangsdinger freizuschalten. Das heißt, wir gehen direkt zur Quest. Restaurations- und Reinigungsarbeiten in Santa Maria del Popolo vorübergehend ausgesetzt. Gehen wir mal hier hoch. Hui! Da war noch einer ein. Die Familie Orsini veranstaltet an diesem Samstag Festspiele in der Ebene vor San Paolo Fuori le Mura. Den Siegern winken die höchsten Preisgelder. Er wird noch jemanden verlieren. 4000 Gold für den besten Kavaliere. Santa Maria de... was auch immer.
Das war da, oder? Doch, da, Santa Maria. Egal. Da vorne. Hey, wir haben 1506. Eine, der entkam. Ah, da ist Lucrezia. Habt ihr den Ausritt genossen, Duquesa? Kaum. Ich musste wie der Teufel reiten, aus Furcht vor einem Messer im Rücken. Aber das verstehe ich nicht, Duquesa. Wer will euch töten? Mein Vater hielt sie im Zaum und mich sicher. Doch jetzt jagen sie mich. Sie wollen meinen Kopf. Aber, Signora... Ich dachte, auf dem Land wäre es ruhiger. Aber der Tod folgt mir auch hierhin. Verstärkt die Patrouillen und warnt mich vor Eindringlingen. Niemand betritt den Palazzo außer der Leibgarde meines Mannes. Ihr habt die Herren gehört. Schlagt Alarm, wenn ihr einen Eindringling seht. Oh, das heißt, ich darf nicht. Alfonso, sein Weib ist von Sinn. Okay, das heißt, ich darf nicht entdeckt werden. Das ist ja cool. Anders komme ich wahrscheinlich auch nicht da lang. Gibt's hier irgendwo was? Gerado, ja. Das war jetzt nicht das, was ich haben wollte. Hab ich hier keine Karte verfügbar? Ja, das ist auch cool. Ich habe keine Karte. Ich bin mit was. Ich habe irgendwas bei mir hören. Also ehrlich, weil ihr nicht, ihr könntet euch ein bisschen mehr vorsehen, blöd. Nein. Seid ihr riecht etwas merkwürdig. Also, hallo? So, da haben wir das. Das war knapp. Wie viele Leute einfach für Lucrezia arbeiten? Heilige Mutter Maria. Ja gut, Arbeit ist Arbeit. Was hat das zu bedeuten? Ich soll die Schuhe der Duquesa putzen. Niemand darf den Palazzo betreten. Wird sie ihre Schuhe dann selber putzen? Was die Duquesa tut oder nicht tut, geht uns nichts an. Das ist lächerlich, das sage ich euch. Das sollte dir besser nicht. Ich beschwere mich beim Duca. Solange ihr nicht hereinkommt, wird es niemand hören. Jetzt reicht es mir aber. Bleibt, wo ihr seid. Lasst mich durch. Ihr müsst warten, bis die Duquesa euch hereinbittet. Es könnte uns... Ihr glaubt, ihr könnt... Keine Gnade für euch. Ich hätte vielleicht ein bisschen warten sollen. Ich hätte ein bisschen warten sollen, bis der weg ist. So, ein Kackmess. Ich soll die Schuhe der Duquesa putzen. Niemand darf den Palazzo betreten. Wird sie ihre Schuhe dann selber putzen? Was die Duquesa tut oder nicht tut, geht uns nichts an. Das ist lächerlich, das sag ich euch. Das solltet ihr besser nicht tun. Ich beschwere mich beim Duca. Solange ihr nicht hereinkommt, wird es niemand hören. Jetzt reicht es mir aber. Bleibt, wo ihr seid. Lasst mich durch. Ihr müsst warten, bis die Duquesa euch hereinbittet. Das ist doch lächerlich, wie Ezio hier einfach reinkommt. Kann mir doch keiner erzählen. Nein. Oh.
Okay, ich hätte jetzt drauf geguckt, wenn hier jetzt einer reingekommen wäre. Natürlich ist das Gebäude auch da kaputt, wo man lang kann. Ja, komm, da komme ich doch bestimmt noch anders hin. Ja gut, nicht wenn da Wachen stehen. Ich hörte, der Papst persönlich hätte dem Duca ein paar Wachen für seinen Palast. Julius und Alfonso ein paar seiner Wachen abgestellt, als Belohnung für seine Hilfe gegen Ravenna. Wir werden ja sehen, wie lange dieses Bündnis hält. Kommt ihr mich zu töten, Assassino? Buongiorno, Lucrezia. Oder sollte ich sagen, Duchessa? Ein geborgter Titel, verliehen durch meinen Mann. Unangemessen und kaum der Rede wert. Ihr behaltet euer Leben. Ich bin nur wegen der Kunstwerke hier. Ihr richtet euch neu ein? Ich zähle 5 Da Vinci-Gemälde, die ihr gestohlen habt. Und ich will sie zurück. Als ob das so einfach wäre. Mein Geburtsort, meine Familie, alles wurde mir genommen. Glaubt ihr, Ferrara liebt mich? Ich bin eine Fremde, eine Verschollene, eine Waise. Eure Gemälde sind verloren, Assassino. Ich glaube euch nicht. Beängstigend, nicht wahr? So viel verloren zu haben. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Vielleicht. Wo sind die Gemälde? Verkauft an Francesco Colonna. Und eines an jemand ganz Besonderen. Patrizio. Ihr findet ihn in der Nähe des Vaticano. Eines behielt ich für mich selbst. Gebt es mir. Wache! Legt Da Vincis Verkündigung in einen Karren. Lasst ihn vor den Mauern stehen. Molto bene. Und nun schließt die Augen. Mein Mann kommt bald mit seinen Männern zurück. Ihr macht also besser schnell. Vergebt mir, Duchessa. Was denn? Kein Mann kann euren Schmerz heilen. Das müsst ihr schon selbst tun. Und grüßt den Duca von mir. Wache! Wache! Also sie ist aufgebracht, weil Ezio keinen Sex mit dir haben will. Also wirklich, Heike. Den Tag. Ist Lucrezia wirklich sauer, weil Ezio nicht mit ihr schlafen wollte? Ich glaube, es sagt. Ja, was soll ich sagen? Und halb braun. Ja, auch. Und Scheiße, hätte ich da. Ich hätte wahrscheinlich da Synchron-Dings machen können. Hey!
Schön. Oh, meine Ohren. An alle Doktoren, hört her! Ein neuer Durchbruch aus Flandern in der Behandlung von Gicht wird als Wunder gefeiert. Er beinhaltet das Einnehmen riesiger Menschen. Den Befehlen der Guardia! Haben wir die Bank hier aus? Ich frage jetzt nicht, was für ein Weißes und was dafür. Hä, was ist das Weiße, was da wegrennt? Das auf der Karte? Ach, das ist mein Pferd! LOL! Das ist mein Pferd, was da wegrennt. Gehen wir da lang? Jetzt können wir hier auch die Schnellreise-Dings benutzen. Warte. Klimpert! Ich werde es klimpern. Da klimpert es. Nein! Ezio, ich weiß, dass du baden magst. Vor allem mit einer Frau, aber jetzt ist das echt unpassend. Sehr beeindruckend. Werden gebeten, nicht direkt vor den Türen der Gotteshäuser von Rom zu betteln. Ein neues Gesetz schreibt einen Mindestabstand von 3 Schritten vor. Die Messe für die Opfer des Kirchenbrandes von San Cirillo. 3 Schritte? Drei Schritte soll man von der Kirche weg. Das ist aber echt weit. Hier ist auch irgendwo. Hier unten ist es hier unten. Welch komische Vorstellung. Mehr Messer ist gut. Kleiner Fan will ich nicht. Hab ich auch schon. Den Schnelle verkaufen will ich auch nicht. Ich besucht mich oft. Die Mode ist eine launische Die Mode ist wirklich launisch. Die ändert sich immer und sieht immer beschissener aus. Wenn ich überlege, was jetzt für Klamotten draußen sind, Alter, nee. Was denn hier? Klar. Ja, warte, weg ist er. Ich muss da auf die andere Seite. Ich glaube, da ist Schwimmen doch wirklich besser. Habe ich da irgendwo was? Lass mich mal gucken. Da soll ich hin. Das ist cool. Okay, drum herumlaufen ist, glaube ich, jetzt besser als schwimmen. Wollen wir mal hochklettern? Der Stadtrat bittet alle Anwohner, sich zu vergewissern, dass niemand unter dem Fenster oder der Rinne steht, bevor Unrat hinausgeworfen wird. Der Kämmerer wird die Reinigung seiner Kleider mit öffentlichen Mitteln finanzieren. Da komme ich nicht hoch, wie es aussieht. Warum ist doch geil? Schmeißt den Scheiß und die Pisse einfach aus dem Fenster. Wenn da jemand drunter steht, hat er ein Pech gehabt. Aha, Essen an französischen Standards angepasst wird. Das heißt, wir essen nur noch französisch. Erinnert Wallfahrer daran, ihre Not
Durft nur in den dafür vorgesehenen Einrichtungen zu sprechen. Er möchte sich auch bei der Duchessa di Alba entschuldigen und hofft... Ja, das war die Sache. Stellt mal vor... Da ist die Quest. Nein, nicht reinlaufen. Will ich nämlich nicht machen. Hier ist eine... Hier ist eine Bank. Da ist die Bank. Damit ist mein Geld weg. Ich habe 11 Euro. Stell dir mal vor, heutzutage wird es noch die Todesstrafe geben. Das wäre ja. Muss nach links. Muss ich da hoch? Mich da hoch? Ja. Ah, okay, die zählen nicht. Oh, die zählen nicht. Ihr kommt wegen des Gemäldes? Ja, Patricia. Okay. Aufgrund des erneuten Auftretens der Malaria im Campo Marzio wurden die Restaurations- und Reinigungsarbeiten in Santa Maria del Popolo vorübergehend ausgesetzt. Der Bischof bittet Wallfahrer, die Gegend auf absehbare Zeit zu meiden. Okay, wenn hier überall Leute stehen, dann gehe ich aufs Dach. Wird ja keine Sau aufs Dach sein, oder? Diese Hure schickte es mir als Geschenk. Ich will es nicht im Haus haben. Wir nehmen es gern in unsere Sammlung auf. Wie vereinbart wartet der Meister in eurem Palazzo, um es in Empfang zu nehmen. Dachte sie, das Geschenk würde mir gefallen, nachdem sie einen anderen wählte? Die Wege von Mann und Frau sind verworren. Aber Hermes lehrt uns, dass durch Sorgfalt und Studium beide in Harmonie leben können. Offenbar seid ihr nie einer Frau, die Lucretia begegnet. Oh. Ach, guck mal, ist eine Kiste. Oh, shit. Die Guardia wird die kürzlich begangenen Übergriffe nicht länger dulden. Seid gewarnt. Bis die Lage nicht sein. Verschwindet!
Geht der links oder geht er jetzt rechts lang? Der geht links lang. Was soll ich denn noch? Was ist los? Verdammte Bauern! Kommt mit mir! Oh shit! Alter, wer hat auch gewusst, dass der mich da oben direkt erkennt? Wer hat auch gedacht, dass er mich da oben direkt erkennt? So ein Kackmist. Wie kommt denn auf die Idee? Oh shit, die kommen ja zurück. Was sind sie denn jetzt? Da unten. Da ist eine Bordschaftflagge. Hey, wir haben 14. Wow, wie viel. Bin ich hier nicht mit Mario abgehauen? Ich bin hier mit Mario abgehauen. Der ursprüngliche Petersdom wurde im Unterschied zu den epischen Basilika von heute. Oh shit. Ich frag mich ja, ob sie den Petersdom nochmal irgendwie anders gebaut haben, also umgebaut haben. Etwas Seltsameres habe ich noch nie gesehen. Oh shit. Okay. Sollt ihr dann mal jetzt gucken? Als ob man das Geschieße nicht hört. Na, wir sind da. Wollt ihr den Handel abschließen? Natürlich. Diese Frau verführte mich mit gespielter Leidenschaft. Das Problem ist ihr spanisches Blut. Ich weiß es. Diese Unwahrheiten, die ihr so gelassen aussprecht, basieren nur auf Namen. Diese Länder, diese Gruppen sind so leichte Ziele für die Narren und die Tumpen. Sagt das ihr, der großen und mächtigen Duchessa. Putana! Ich habe es mir überlegt. Dieses verfluchte Gemälde sollte niemandem gehören. Nimm das Bild und suche nach Hinweisen. Und pass auf. Es wurde von den Händen eines sehr klugen Mannes erschaffen. Behandle es mit Respekt. Geh. Ja, moin. Wie schnell ist der Typ denn bitte? Das Betreten der Dächer ist verboten. Geht doch. Das war aber Klausi Mausi. Jetzt hauen wir hier nochmal eben ab. Kardinal Polerini hat vor seinem Palazzo in Ponte den Bau einer Piazza zugunsten aller Römer angeordnet. Zuletzt bei einem Häuser, die derzeit dort stehen, sind sofort zu räumen. Die Eigentümer können beim Kardinal. Santa
Via del Popolo vorübergehend ausgesetzt. Der Bischof bittet Wallfahrer, die Gegend auf absehbare Zeit zu meiden. Salut. Bei der Verfolgung nicht die Dächer nutzen. Was ist das denn für ein Schmarrn? Jetzt gehen wir eben darüber, klettern aus dem Wasser und dann war's das. Wir sehen uns!